Hallo zusammen, ich habe heute Impfstofflogistik für Steuerzahler. Das ist ein Wahnsinn. Ihr wisst, ich baue Kühlboxen, die machen minus 80 Grad mit 12 Volt. Zuerst hat es geheißen, dieser Impfstoff muss bei minus 80 Grad transportiert werden können, gelagert werden können. Dann guckt ihr mal Nachrichten, da stellen sie so Batterien vor, wo mehrere Ultratiefkühlgeräte stehen, die wirklich Stück irgendwo Richtung Kleinwagen kostet. Alle leer. Dann kam ein Intelligenter und hat gesagt, muss bei minus 80 Grad gekühlt werden. Wir machen das mit Trockeneis. Nur Trockeneis verdampft bei minus 78 Grad. Das heißt, ich erreiche gar nicht minus 80 Grad mit Trockeneis. Also hat man das schnell korrigiert und mir gesagt, also 70 Grad müssen wir jetzt transportieren. Ja, der Pfizer-Impfstoff, den können wir 3 Wochen hüten im normalen Tiefkühler. Geht doch nicht kaputt. Man kann ihn im normalen Kühlschrank zwischen 2 und 8 Grad 5 Tage hüten. Aber diese Impfzentrum oder Hausarztpraxen oder Impfekippen, die ins Altersheim fahren, die kriegen den und verimpfen den. Der wird gar nicht so alt, weil man hat ja angeblich zu wenig eingekauft oder sonst irgendwas. Aber jetzt, wie hüte ich den Kühlschrank oder die Impfdosen bei plus 2 bis plus 8 Grad? Plus 2 bis plus 8 Grad sind 6 Grad oder 6 Kelvin Differenz. Das ist eine gewaltige Spanne. Diese Ultratiefkühltruhen, die ich auch habe, bin ich im Kontakt mit dem Entwickler von den Kompressoren. Wegen der Freigabe bauen, wir haben sie schon lange, aber wenn wir natürlich im Medizinsektor solche Kompressoren einsetzen und nicht nur in Kleinserien, brauchen wir ja Papiere oder Zertifikate. Wie die zustande kommen, ist ein anderes Thema. Diese zertifizierten Kompressoren oder zertifizierten Kühlgeräte, da kostet das Zertifikat zigmal mehr als ein Gerät. Jetzt nehme ich hier solch eine vernünftige, dick isolierte Kühlbox, die 12 Volt kann und 230 Volt kann, und nehme mal den Korb raus. Das ist der Inhalt von dieser Box. Diese Box ist schlecht, weil sie ist nicht zertifiziert. Diese Box kann man einstellen auf 4 Grad, dann geht sie runter auf 4 Grad und wieder hoch auf 6. Das heißt, sie arbeitet im Bereich von 2 Grad. Wenn wir uns das Volumen dieser Impfdosen vorstellen, dann habe ich hier so eine kleine Kartonschachtel. Da bringt ihr 500 Impfdosen rein. Da wäre ja jedes Impfzentrum froh, wenn sie so eine riesen Menge kriegen. Wenn ich diese Impfdosen oder wenigstens diese Kartonschachtel transportieren muss, dann kann ich Wasser nehmen. Das ist Halbliterflaschen, die kann ich hier in den Korb reinmachen und ihr könnt mitzählen. Ich habe jetzt 5. Und wir stellen dieses Pack hier rein und machen rundherum wieder Flaschen. Wenn ich hier rundherum Flaschen mache, ihr seid am Mitzählen, dann habe ich irgendwann das Volumen hier gefüllt. Noch eine dazwischen, ein bisschen mit Gewalt, dass es nicht hin und her vibriert. Und die anderen kommen dann oben drauf. Und ich denke, jemand hat jetzt mitgezählt. Es sind 25 Flaschen, die ich hier so in diesen Korb gepackt habe, und im Kern drin
sitzt die Verpackung dieser Impfstoffe. Ich habe hier noch einen kleinen Korb in der Kühlbox. Den könnte ich auch noch mit Wasserflaschen füllen. Ja, was hat jetzt das Wasser hier zu tun mit Impfstoff? Dieses Wasser, 25 Flaschen und einen halben Liter, sind etwa 12,5 Liter. Und diese 12,5 Liter Wasser speichern Energie oder speichern Wärme. Wärme ist eine Energieform. Wenn ich diese 25 Flaschen um 1 Grad erwärmen will, brauche ich 1,16 Watt Energie pro Kilogramm. Bei 12,5 Liter Wasser sind das sage und schreibe 14,5 Watt Energie, wo ich brauche, um die Flaschen um 1 Grad zu erwärmen. Das heißt, wenn ich hier drin eine Temperatur habe von 5 Grad, brauche ich 14 Watt Energie, das von außen hereinkommen muss, um die Flaschen zu erwärmen. Diese Box, wenn der Deckel zu ist, hat einen Wärmebedarf von etwa 5 Watt. Bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Bei 32 Grad außen steigt der Energiebedarf auf etwa 8 bis 9 Watt. Das heißt, mit den 40 Watt kann ich im Schnitt 14 Watt, die ich für 1 Grad brauche, habe ich eine Zeitreserve von 3 Grad. Wenn die Ware 5 Grad hat, bis sie sich das Wasser, was ja sich um die Ware befindet, um 3 Grad erwärmt hat, habe ich ein Polster von 6 bis 9 Stunden. 6 bis 9 Stunden kann ich hier drin lagern ohne Stromversorgung oder Ausfall von der Kühlbox. Das heißt, ich habe hier drin eine Riesenlösung, um in der Arztpraxis diese Temperaturen einzuhalten. Oder im Impfzentrum oder im mobilen Transport. Diese Box hier kostet 530 Euro. Dann noch das sehr aufwendig hier Wasser dazu. Flaschenpfand in Deutschland nicht vergessen. Dann bin ich bei 550 Euro oder Franken für so eine Kühlbox. Wenn ich eine Kühlbox kaufe, die für diese Zwecke zertifiziert ist, kostet das Zertifikat schon das Zehnfache oder das Zwanzigfache. Und das wird bezahlt mit Steuergeldern. Das ist das Thema, wie kann ich Impfstoff vernünftig, gescheit transportieren, mit einer hohen Sicherheit, was eine zertifizierte Kühlbox auch nicht bietet, in der ich 5-8 Stunden Autonomität habe. Und vor allem, wenn ich dann am Abend, der Sommer kommt, meine Impfdosen verimpft habe, kann ich auch so eine Flasche noch austrinken, am Abend neu füllen und dann für den nächsten Tag bin ich wieder einsatzbereit. Ich mache euch hier oben einen Link von Kühlboxen auf 12 Volt. Hier auch Labortiefkühltruhe. Aber das soll es gewesen sein. Die Logistik kostet uns Steuerzahler richtig Knete. Ich wünsche euch einen schönen Tag.